Hier sind wir wieder mit der fünften Folge des Turmgeflüster-Podcasts und heute darf ich zwei ganz neue Gesichter oder vielleicht eher gesagt Stimmen begrüßen, und zwar die Pauline und die Anita. Und wir machen es ja am Anfang immer ein bisschen so, dass wir schauen, was die Gäste ihnen zu erzählen haben über ihr Leben, über sich, damit man nicht so den Überblick verliert und wieder rausfinden kann, was eigentlich bei den anderen Turmgeflüstern-Mitgliedern so los ist im Leben. Und dann fange ich mal bei der Pauline an. Und da muss ich jetzt ernsthaft die Frage stellen: Was machst denn du überhaupt? Also, ich weiß momentan eigentlich nichts über dich. Ich weiß nicht, bist du überhaupt noch in der Schule? Machst du gerade eine Ausbildung? Machst du gerade vielleicht mal ein Päuschen? Klär uns doch mal auf. Hallo erstmal. Ja, ich bin gerade auf der MOS weiterhin und mache da auf dem Gestaltungszweig, mache ich jetzt dann mein Abitur. Also noch bin ich in der 11. Klasse, aber genau, ich bin auf dem Weg, mein Abitur zu machen. Ja, genau, aber jetzt ist ja gerade nicht so viel Schule. Das stimmt. Und bei der Montessori-Schule ist es doch so, dass man am Schluss irgend so ein Projekt macht auch. Und hast du da schon einen Plan, was du da machen willst? Das Projekt macht man in der 8. Klasse, Oh. oder 9., 8. Klasse, genau. Das habe ich schon hinter mir. Ach so, okay. Und ist dann das Abitur einfach ganz normal, wie man es jetzt auch zum Beispiel am Biscardi oder am Rasso geschrieben hätte? Ja, genau. Also wir machen das an einer externen Schule. Wir sind da, also an einer normalen Schule, und wir sind die externen sozusagen. Also wir sind einfach so die Schüler, die noch dazukommen, und das kontrollieren dann auch andere Lehrer mit. Und genau, also es ist ganz normales Abitur. Ach so, okay, gut. Und dann wollte ich die Anita fragen. Erstens, du bist ja jetzt umgezogen in eine andere Wohnung. Da war ich ja auch bei der Einweihung dabei. Und davor hast du in einer WG gewohnt. Und mich würde mal so interessieren, gibt es irgendwas, was du vermisst am WG-Leben? Oder ist wirklich alleine Leben einfach in jeder Hinsicht geiler? Ehrlich gesagt, jetzt gerade ist Alleinleben einfach wahnsinnig geil. Ich finde das super. Ich habe meine eigene Küche und ich habe mein eigenes Bad und da ist niemand außer mir. Vor 10 Jahren war das cool mit anderen Leuten. Da habe ich das echt genossen und fand es geil, dass da irgendwie immer Party war in der Küche, wenn ich abends heimgekommen bin. Aber jetzt finde ich es gerade super, dass ich einfach in meine Wohnung heimkomme und da sind nur meine Pflanzen und meine Bücher und meine CDs und niemand, der mich nervt. Das ist toll. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich auch, wenn wir zum Beispiel mit Turmgeflüster in irgendwelchen Hostels oder so waren, das auch schon immer unfassbar anstrengend fand, wenn dann Leute in der Gemeinschaftsküche sind. Und dann können die sich da vielleicht einfach nur Nudeln kochen wollen, aber trotzdem ist es halt irgendwie blöd. Oder wenn Leute in der Dusche rumhängen, wenn man da gerade eigentlich duschen will oder so. Das ist dann, glaube ich, schon eine große Entlastung, endlich alleine zu wohnen. Voll. Und noch eine Frage hatte ich, und zwar, wo wir jetzt so ein bisschen geschaut haben, wo wir den Termin verabredet haben für die Aufnahme, hast du dann erzählt, dass du arbeitest am Tag und hat der Hort wieder aufgemacht? Oder du hast ja jetzt auch erzählt von Theaterfortbildungen und ist das dann das, was du am Tag machst? Oder was ist da gerade los? Der Hort hat nie zugemacht, weil, und ich schreibe mir das auch jetzt auf ein T-Shirt, ich bin nämlich systemrelevant. Ach Das so. heißt, wir hatten praktisch von Tag 1, in dem Moment, wo die Schulen geschlossen hatten und der ganze Katastrophenstand ausgerufen wurde, Notbetreuung. Am Anfang mit nur ganz echt wenig Kindern und jetzt mit ein bisschen mehr inzwischen. Okay. Und haben dann sowohl ihr als auch die Kinder die ganze Zeit einen Mundschutz auf? Nee, Gott sei Dank nicht. Bis jetzt, ja, wir rechnen damit, dass es vielleicht noch kommt, aber da hatte die Stadt München eine Eingebung und hat gemeint, es ist vielleicht gar nicht so eine geile Idee, wenn man den kleinen Kindern, die ja oft noch sehr klein sind, da plötzlich mit Mundschutz gegenübersteht, weil die könnten ja vielleicht erschrecken. Und darum müssen wir, Gott sei Dank, auch im Hort nicht. Das Das würde auch wäre auch echt echt, glaube ich, heulen. nicht so schön, den ganzen Tag den Mundschutz zu tragen. Also so wichtig das hier auch ist, ich habe schon gemerkt, es stört halt schon arg. Und den ganzen Tag im Hort wäre schon, das stelle ich mir schon krass vor. Sogar ich bin in der S-Bahn auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Ja, Das und Kinder unter 7 dürfen ja eh nicht. Also, eben. oder dürfen schon, aber müssen nicht. So. Aber habt ihr da überhaupt Kinder unter 7 oder sind die alle schon im Grundschulalter? Nee, wir haben ja den Kindergarten mit angeschlossen und die ersten Wochen haben wir jetzt die Kinder auch gemeinsam betreut, weil wir hatten 2 Hortkinder und 3 Kindergartenkinder und es wäre Quatsch gewesen, die aufzuteilen. Und wir haben deswegen schon, wir haben ein paar Kinder unter 7 und die finden es auch voll cool, dass die großen Geschwister die Masken tragen müssen und sie nicht. Weil Masken sind uncool. Ja. Was mir da gerade noch einfällt ist, Pauline,
Hattest du jetzt deine Schulsachen, über welche Plattform habt ihr das gemacht? War das über Zoom oder über irgendwas anderes? Ja, genau, wir haben das per Zoom geregelt. Meine Schule hat jetzt erstmal so diese ganzen ersten Wochen bis zu den Ferien, hat die das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Aber jetzt mittlerweile kriegen die das echt gut hin. Wir haben einen Stundenplan hingeschickt bekommen. Und da können wir jetzt, also unsere Klasse gerade freiwillig, weil wir eigentlich gerade Praktikumsphase hätten, können wir dann einfach bei der anderen Klasse mit dazu, wenn wir in irgendeinem Fach Schwierigkeiten haben oder so. Und sonst, ja, haben wir eben gerade freiwillig Unterricht, aber haben einen Stundenplan bekommen. Ist ganz cool. Okay. Und wie bist du so zufrieden mit Zoom? Weil ich habe ehrlich gesagt, ich verstehe einfach nicht, warum sich Zoom jetzt so durchgehend, also warum sich das so durchgesetzt hat. Weil ich glaube, es gibt echt andere Plattformen, die mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar besser. Und bei Zoom gab es ja jetzt auch relativ viele Vorwürfe, was den Datenschutz angeht. Und es ist alles so ein bisschen merkwürdig, dass sie irgendwie dann Daten auf so Servern in China lagern und so ein bisschen komisch alles. Und irgendwie. Also ich habe ehrlich gesagt, verstehe ich nicht ganz, warum Zoom jetzt auf einmal alle meinen, so wir müssen Zoom benutzen, weil es alle machen. Also ich weiß nicht, Anita, du hast ja gemeint, deine Theatervorbildungen waren irgendwie auf einem Ja, wir anderen. haben Microsoft Teams benutzt, was auch echt voll gut funktioniert hat. Aber da muss man, glaube ich, also mein Ausbilder hat das halt angelegt für uns und hat uns da alle eingeladen. Und ich glaube, es ist ziemlich kompliziert, das erstmal so anzufangen. Ja, also ich habe das dann versucht, weil ich das eben gern auch für Turmgeflüster mal gedacht habe, wäre vielleicht geil, aber habe dann aufgegeben, weil es echt kompliziert war, das zu installieren und halt anzulegen, Okay. diese Profile. Ja, was ich mir Ja, vorstellen also. könnte, ist auch, dass sowas halt über Discord laufen könnte, weil also Discord habe ich jetzt auch schon manchmal benutzt für Sachen mit mehreren Leuten und so, halt privat. Aber das ist meiner Meinung nach auch echt total geeignet dafür und hat halt auch so ein System, wo man verschiedene Server halt aufmachen kann, in denen man dann verschiedene Untergruppen hat, in denen man dann halt reden kann mit nur zum Beispiel einer Person oder mit fünf Personen, während die anderen in dem anderen Grüppchen noch weitersprechen können. So. Und bei Zoom muss halt dann immer der Host eine Breakout-Session irgendwie erstellen, damit man dann mit wenigeren Leuten mal was machen kann, irgendwelche Minigruppen arbeiten oder so. Und ich weiß nicht. Also ich habe einfach nicht so ganz durchblickt, warum jetzt auf einmal Zoom so das Universelle sein soll. Und ich weiß halt nicht so ganz, ob das wirklich ist, weil es so toll ist oder mehr aus so einem Gruppenzwang. Also hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Aber naja. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen einfacher. Ja, es Das kann schon sein. Ja. Ja, und wahrscheinlich haben sich jetzt die Leute einfach nicht so groß damit befasst, welche Plattform sie nehmen. Zoom wurde als erstes vorgeschlagen und dann haben sie sich gedacht, ach, das funktioniert, also nehmen wir das. Dann hatten wir eigentlich auch einen Spezialgast vom Circus Rio heute angekündigt, letzte Folge, der jetzt doch nicht da ist, weil das nicht so zustande gekommen ist. Deswegen muss das jetzt wohl oder übel zumindest so ein bisschen wohl die Pauline übernehmen. Und zwar ist es ja so, dass allgemein, glaube ich, schon in den letzten Jahren der Zirkus, nicht nur der Circus Rio, sondern Zirkus ja allgemein vielleicht ein bisschen Probleme haben finanziell, weil das, glaube ich, sowas ist, wo immer weniger Leute jetzt meinen, ah, jetzt mal in den Zirkus heute. Also ich habe das Gefühl, das wird unbeliebter und dass die Artisten und so, die sowieso vielleicht schon Schwierigkeiten haben, wirklich gut zu verdienen, immer mehr Probleme gerade bekommen. Und jetzt gerade während Corona kann ja der Zirkus überhaupt nicht mehr auftreten. Und ich glaube, da sollte es auch ein bisschen um einen Spendenaufruf gehen und so. Das kannst du uns ja mal ein bisschen erklären, Pauline. Ja, also auf der Homepage also hat die Christine einen Link installiert, auf den man klicken kann und spenden kann, als ich ihr diesen Link geschickt habe, weil der Zirkus Rio eben einen Spendenaufruf gemacht hat, weil die sich sonst einfach nicht mehr über Wasser halten können. Also ist auch super schade, dass heute keiner hier sein kann vom Zirkus Rio. Das sind alles ganz, ganz, ganz tolle Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Aber die haben leider gerade auch alle Hände voll zu tun und machen jetzt auch die ganzen Sachen, die eigentlich anstanden, die sie jetzt einfach nicht machen konnten während den Shows, weil das Leben halt schon ein sehr aufwendiges Leben ist. Und sie tun das halt wirklich nur, weil sie dieses Artistenleben so sehr lieben. Und es tut mir richtig weh zu sehen, wie das so ein bisschen zerbricht. Ja, ich glaube, dass diese Attraktion einfach weniger wird, gerade auch so durchs Internet und so, weil man einfach schon gefühlt alles gesehen hat. Und es gibt nichts mehr, wo man so sagt, boah, oh mein Gott, das ist
So cool, weißt du, früher hat man halt einfach keinen Löwen davor je gesehen gehabt und jetzt gibt es den in jedem Zoo und in jedem Internetclip und genau, aber Tiere im Zoo sind ja eh so eine Sache. Der Zirkus Rio hat zum Beispiel gar keine Tiere, außer einen Hund, aber der geht auch nicht in der Show mit, sondern das ist einfach, ja, so der Familienhund. Ja. Ja, das ist echt total schade, dass halt wirklich dann, dass halt wirklich Menschen sind, die das so mit Leidenschaft machen und die so ja auch wirklich gut da drin sind und ihr Leben so der Kunst widmen, Leute zu unterhalten, und dann kommen halt die Leute nicht mehr, um sich unterhalten zu lassen. Das ist halt ein großes Problem. Und jetzt ja erst recht, also ich kenne ja auch aus der Poetry Slam Szene den einen oder anderen kleinen Künstler, der gerade echt Probleme kriegt, und es gibt Leute, die ihre Miete nicht mehr zahlen können und so und die gerade echt schauen müssen, und halt Online-Lesungen sind auch echt, die sind halt nicht so der Wahnsinn und werden auch nicht so richtig angeschaut. Und das ist halt dann alles ein bisschen schwierig momentan. Also auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbeischauen bei dem Link und die Leute unterstützen, damit das nicht total zusammenbricht. Ja, ich muss persönlich sagen, Zirkus ist irgendwie leider so gar nicht meine Welt. Also ich habe richtig riesigen Respekt wirklich davor, was die Leute leisten, die beim Zirkus sind. Aber ich persönlich kann damit tatsächlich nicht so viel anfangen. Wir hatten ja auch einen Schulzirkus und den mochte ich auch immer zu zuschauen, aber ich glaube, ich wäre jetzt nie reingegangen, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe da gar nicht so, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, was für eine Nummer im Zirkus. Aber ihr seid ja alle eigentlich viel mehr Zirkusmenschen. Also die Lea war im Schulzirkus, Pauline ist im Zirkus, Anita leitet den Kinderzirkus. Und was würdet ihr sagen, mögt ihr so gern daran? Ist es so die Community am Zirkus oder mögt ihr das auch einfach gerne, die verschiedenen Nummern zu lernen und die verschiedenen Menschen kennenzulernen? Also was würdet ihr sagen, ist für euch so das Beste daran? Also ich muss sagen, bei mir auf jeden Fall die Community, die Leute, die ich da kennengelernt habe, also mit denen halte ich auch noch den Kontakt und wir telefonieren alle so einmal die Woche über die tolle Plattform Zoom. Nein, aber ich fand es einfach, es hat so viel Spaß gemacht, dann zusammen halt Ideen zu haben und die dann weiterzuentwickeln, und einfach, du kannst in jede Richtung gehen, und es ist immer das Coolste, finde ich, so eine Nummer zu machen, und dann, also hat man so einen Gedanken und den checken dann auch die Zuschauer, und es war ja aber am meisten wahrscheinlich die Community auf jeden Fall. Lea, was hast du gemacht im Zirkus? Vertikaltuch, oder? Vertikaltuch und dann die späteren Jahre vor allem Akrobatik. Und wir waren dann halt eine große Akrobatikgruppe, und ja, mit denen sind wir immer noch befreundet, und das ist irgendwie richtig cool. Und ich wünschte, ich könnte es noch irgendwie ein bisschen weitermachen, weil es ist jetzt voll verloren gegangen und so. Aber ja. Und fandest du es besser, Choreografie, also selber zu dir auszudenken oder die Nummern da tatsächlich auszuführen? Ich glaube, für mich, ich war jetzt nie so der Sportfreak, der dann unbedingt die crazy Sachen machen wollte, aber halt, mir hat es so viel Spaß gemacht, die Nummern zu schreiben. Und ich war auch oft dann die Person, die halt dann die Nummer geschrieben hat für die Leute und so. Und das hat mir auf jeden Fall so viel Spaß gemacht, weil dann, keine Ahnung, in einem Jahr hatten wir das Thema Filme, und da ist schon so viele Möglichkeiten einfach, was man machen kann. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ja, die Nummern. Ich habe beim Zirkus ja nie wirklich, ich bin ja nicht aufgetreten in unserem Kinderzirkus, sondern ich hatte da eigentlich die gleiche Funktion wie bei Turmgeflüster. Ich habe da halt immer so geschminkt und Kostüme gemacht und so, war so ein bisschen Backstage und habe Musik organisiert und solche Geschichten. Und für mich sind es auch einfach diese Menschen, ja. Wir sind auf dieser Zirkuswiese wir waren in einem Jahr echt auch schon mal 50 Leute in diesem Zirkusteam, die nur hinter den Kulissen waren und praktisch die Kinder unterstützt haben. Und das machen die gleichen Leute seit über 10 Jahren zum Teil. Und das ist so, ja, eine richtige Zirkusfamilie eigentlich inzwischen schon fast. Man wächst total eng zusammen. Und für mich ist diese Faszination, man fängt an einem Montag in der Früh an mit einem Haufen Kinder, die überhaupt vielleicht noch gar nichts können. Und am Samstag ist da diese bunte, glitzernde, wahnsinnig geile Zirkusgala am Schluss. Und diesen Prozess zu beobachten, das habe ich immer schon wahnsinnig super spannend gefunden und total genossen. Und das fehlt mir auch das ganze Jahr. Also ich freue mich das ganze Jahr auf diese eine Zirkuswoche, weil das einfach super ist. Ich fühle gerade so mit dir, Anita. Oh. Ich war ja mit Anita auch schon Ja. eine Woche in diesem Kinderzirkus. Und da ist halt die ganze Gruppe auch noch mal was ganz anderes als im Zirkus Rio. Im Zirkus Rio ist es halt wirklich eine Familie, Familie.
Und in diesem Kinderzirkus wachsen einfach alle mit jedem Tag irgendwie enger zusammen und es macht einfach so viel Spaß, auch dabei zuzusehen. Und im Übrigens, Zirkus Sirius ist es einfach so, da ist erstens die Vorstellung ganz, ganz magisch. Also das ist jedes Mal wieder, obwohl ich die Vorstellung wirklich mittlerweile echt gut auswendig kann und bei jedem Lied mitsingen kann. Und also die machen so einen Zirkus-Musical-Mix sozusagen. Und aber es ist trotzdem jedes Mal, ich hatte auch eine Zeit, da war ich so oft im Zirkus, dass für mich Popcorn nach Zirkus gerochen hat und nicht nach Kino. Und Pauline, das geht ja noch. Für mich riechen Dixi-Klos nach Zirkus. Sorry. aber Pauline, was ist denn eigentlich deine Rolle beim Zirkus? Bist du auch so ein Backstage-Helfer? Weil du kannst doch auch irgendwie mit Keulen jonglieren, glaube ich. Und also machst du bei verschiedenen Nummern mit oder lernst du es halt nur so ein bisschen nebenbei und bist eher, keine Ahnung, Kostüm oder sowas im Hintergrund? Naja, also richtig reingerutscht bin ich ja tatsächlich auch durch die Kinderprojekte vom Zirkus Rio, die ja auch machen. Da hat mich eine Freundin mitgenommen und dann bin ich eben immer öfter mit dazugekommen und habe dann halt einfach, weil wenn man das halt irgendwie so macht im Zirkus, immer wenn man Freizeit hat oder so, dann fängt man halt an mit den Utensilien, die man dort hat, irgendwas Produktives zu tun. Und dann ist halt Jonglieren das Naheliegendste, was man lernen kann, auch zu Hause. Und so habe ich dann halt angefangen. Und ich glaube, im Januar habe ich das erste Mal, bin ich tatsächlich mit aufgetreten im Zirkus. Genau. Okay, mit was hast du gemacht? Hast du jongliert? Genau, ich habe jongliert einfach. Mit wie vielen Keulen? Ich habe tatsächlich da noch gar nicht mit Keulen jongliert. Ich habe da mit Bällen jongliert, weil ich mich da einfach auf Dreiball-Jonglage fokussiert habe, aber halt mit relativ vielen Tricks so. Und ich habe das ja auch erst ungefähr ein Jahr gemacht da. Also es ist jetzt nicht so das super Professionellste gewesen, aber es hat gereicht und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja, das ist auch echt total cool, dass du dann da einfach mitmachen konntest bei ja einem schon professionellen Zirkus. Ich muss Ja, was sagen, ich auch, glaube ich, oh, so den sorry. Vorteil dran sehe, ist, dass auch wirklich es so abwechslungsreich ist, also es ist so vielseitig. Da kann irgendwie jeder irgendwas finden, was ihm gefällt und was er machen kann. Also, wenn jetzt vielleicht jemand nicht so gut mit Bällen umgehen kann oder nicht so das Jonglage-Talent ist, dann kann er auch was ganz anderes probieren. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten. Es ist ja eigentlich einfach nur der Sinn von Zirkus, irgendeine Show da auf die Bühne zu bringen mit den Talenten, die man so hat. Und das ist ja eigentlich echt schon schön. Und das Geile Ja. ist auch irgendwie, du hast ja immer Leute da, die dir alles perfekt beibringen können, die dann davon Ahnung haben und man kann wirklich alles ausprobieren. Also niemand ist dir böse, wenn du dann zu den Jongleuren gehst und sagst, hey, könnt ihr mir Tricks verraten oder sowas? Und ja, aber zu Keulen muss ich sagen, habe ich immer die irrationale Angst, dass ich jongliere und mir einer auf den Kopf fällt und ich sterbe. Also habe ich das gelassen. Ja. Ich habe aber auch schon das ein oder andere Mal eine Keule entweder an die Stirn oder an die Nase bekommen. Das ist dann das Risiko, was man einplanen muss. Ich meine, bei uns beim Biscardi weiß ich noch, dass auch einmal dann sogar mit Feuerkeulen jongliert wurde. Das war dann irgendwie der Abschluss, die gerade Abitur gemacht haben, dann ihr letztes Jahr im Zirkus hatten, haben dann so eine Feuershow gemacht. Das war auch krass. Das war Ja, richtig einmal geil genau oder so. so Schwerter. Ja. Wobei Mhm. die Gefahr, dich selber ins Gesicht zu hauen, bei Poise noch viel größer ist, ist meine Erfahrung. Oh Oh ja. ja. Was ich noch besprechen wollte, jetzt ganz woanders als Zirkus, also noch ganz kleine Erinnerung, auf die Website gehen, Spendenlink für den Zirkus Rio, nicht vergessen. Und dann noch ein ganz anderes Thema, was ich vorbereitet habe, ist, es geht um Marvel, kennen wir alle, ist klar. Also ich glaube, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen mal, oder vielleicht auch nicht, dass bei mir so die Marvel-Stimmung und der Marvel-Hype irgendwie momentan vollkommen abgeklungen ist. Irgendwie, ich hab nicht mehr so Lust drauf momentan und auch nicht mehr so das Interesse. Da müsste jetzt schon was wirklich Gutes um die Ecke kommen, damit ich wieder heiß bin auf Marvel. Aber die neuen Marvel-Helden, die verkündet wurden, haben sehr viel Hass eingesteckt und sind gar nicht gut weggekommen. Und ich werde die einmal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Es gibt zum Beispiel einen neuen Marvel-Helden, der soll heißen Greenscreen. Und, oder, oder ja, genau, Greenscreen heißt der. Und seine Kraft ist, dass er irgendwelche Computerkräfte hat, die er bekommen hat durch die Computerstrahlen von dem Computer seines Opas. Und er heißt wirklich Greenscreen. Dann gibt es einen Helden, der als Charakter-Trait hat, dass er halt sehr emo ist und sehr
so, ja, auf cool macht, aber auch traurig. Und der heißt halt wirklich Be Negative. Das ist sein Name. Dann haben wir eine Person, die ist gar nicht so schlecht, aber ich weiß gerade leider den Namen nicht mehr, aber ihre Kraft ist halt einfach nur, dass sie einen Rucksack hat, in dem magische Dinge sind, was aber ganz okay ist, würde ich sagen. Das ist noch das, was am in Ordnungsten ist von den ganzen Sachen. Und dann haben wir einen Helden, der aufgrund von Diversität, was ja jetzt per se überhaupt nicht schlecht ist, non-binary sein sollte. Das heißt halt, kann sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Der wurde aber so dargestellt, dass er in zwei Personen gesplittet ist, einer weiblichen Seite und einer männlichen Seite. Und die Oh beiden no. heißen Safe Space und Snowflake. Was jetzt interessant ist, denn sowas wie Snowflake wird halt benutzt als Beleidigung gegenüber Leuten, die sich halt interessieren für Gender-Identität und so und sich dafür einsetzen, so nach dem Motto, boah, du bist so eine Snowflake, du willst unbedingt was Besonderes sein. Und jetzt heißen diese Helden Snowflake und Safe Space. Und diese Also neuen Helden sind einfach irgendwie unglaublich cheesy und corny und unangenehm. das Und klingt das. allgemein einfach wie eine Marvel-Parodie. Ja, fand ich Also. auch. Das ist. Und ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil einerseits fand ich es halt ganz interessant, dass Marvel jetzt so den Anlauf nimmt, okay, wir werden eh gesehen, langsam so als, ich sage mal, Themenpark-Filme oder so als Filme, die man eh nicht ernst nehmen kann, dann nehmen wir uns jetzt selber auch überhaupt nicht mehr ernst und machen einfach so Quatschhelden. Aber andererseits wurden die dafür halt wahnsinnig verspottet. Also ich weiß nicht, findet ihr das eher witzig, dass sie das machen oder sagt ihr so, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen? Es klingt hauptsächlich wahnsinnig awkward. Also es klingt so, als ob die verzweifelt versuchen, irgendwie cool zu sein und halt das Gegenteil von dem passiert ist. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin vor ein bisschen über einem Jahr bei Marvel einfach auch total ausgestiegen. Es interessiert mich gerade gar nicht mehr so. Und jetzt bin ich auch gerade gar nicht so traurig, dass ich da ausgestiegen bin, weil so geil klingt das echt nicht. Nee, das ist so. Passt schon, muss ich nicht haben. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe es, wenn so einflussreiche Sachen halt wie so Marvel dann sich entscheidet, halt so mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch einfach queer Leuten zu geben. Aber dann, also es ist immer so ein bisschen dünnes Eis, dass man das halt gescheit macht und richtig macht. Und das klingt jetzt eigentlich eher, als wären sie eingebrochen. Naja. Ja, es klingt leider, die haben vielleicht versucht, so ein bisschen ironisch zu sein und so. Und also sie haben ja wirklich die Helden gemacht unter dem Gesichtspunkt, sie wollen jetzt mehr Diversität reinbringen ins Marvel-Universum. Aber ich finde, deswegen liegt es halt jetzt gerade sehr gewollt mit Safe Space und Snowflake vor allen Dingen und auch Greenscreen. Also das finde ich dermaßen lächerlich, einen Helden zu machen, der irgendwie Computerstrahlen ausgesetzt war. Das klingt wie so eine Verschwörungstheorie von irgendwelchen Müttern, die sagen, die Wollte gerade sagen, Computerstrahlen sind ja. kacke. Also das so die Sahnehäubchen wäre jetzt noch, wenn er viereckige Augen hat. Ja. Vom ganzen Computerkonsum. Also ich weiß nicht, ich finde auch, das sollte vielleicht irgendwie ironisch sein, aber wirkt einfach irgendwie ein bisschen gewollt. Und ich weiß halt auch nicht, wer sich dann jetzt noch, man muss ja trotzdem irgendwie mit den Helden mitfühlen können und die irgendwie mögen, damit die Filme Spaß machen. Weil ich finde, die Filme basieren meistens weniger auf Handlung und mehr auf den Charakteren, die man irgendwie so lieben gelernt hat. Und wenn man die Charaktere einfach, wenn die einfach unsympathisch sind und nicht so liebenswert, dann ja, es ist halt schade. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen auf die Umsetzung warten. Vielleicht kommt dann raus, ob sie das wirklich sarkastisch meinen und ob es vielleicht lustig wird oder ob es einfach nur ganz schräg und unangenehm wird. Das stimmt. Ja, ich kann mir auch, ich frage mich halt, ob die das dann so lassen, weil nachdem das halt jetzt so eine totale Lachnummer geworden ist und auch niemand das mochte eigentlich, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, okay, vielleicht überarbeiten wir das nochmal, das ist jetzt doch nicht so das Wahre, wie es ja auch zum Beispiel beim Sonic-Film war, falls ihr das mitbekommen habt, als so die erste Version vom Sonic-Charakter vorgestellt worden ist, haben halt alle gesagt, dass er super hässlich aussieht und dann haben die ihn halt wirklich nochmal komplett bearbeitet, damit es anders aussieht. Und ja, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass sie da nochmal dran rumfallen. Das war ja auch mehr nur so ein erster Entwurf. Aber ja, bisschen merkwürdiger. Seid ihr überhaupt noch, also die Anita ja auch nicht so und Lea, bist du noch so interessiert an Marvel oder auch nicht mehr gerade so richtig? Also gerade muss ich sagen, ist gar nicht mehr. Ich habe mir vor ein paar Wochen dann halt die ganzen Thor-Filme mal gegeben, weil ich einfach da keine Ahnung hatte. Und ich habe mir jetzt Disney Plus geholt. Kann ich nur empfehlen, holt es euch mit einer Gruppe. Also wir haben zu viert 60 € im Jahr gezahlt. Ich habe 5 € im Jahr. Nein, was? 5? Aber egal. Halt wenig. 15. Ja. Aber da wird mir jetzt alles vorgeschlagen, aber es reizt mich gar nicht. Nee, ich sehe das so und bin so ein bisschen.
passt. Ja, ich habe auch festgestellt, ich glaube, ich würde nie alleine einen Marvel-Film anschauen. Ich finde, es macht nur in der Gruppe Spaß. Also, wenn wir den bei Tongeflüster-Übernachtungen Marvel-Filme anschauen, dann macht es schon immer Spaß. Das ist halt dann Total. so ein spaßiges Szenario halt auch. So, ich finde, so sollen die Filme halt auch gesehen werden. Aber ich würde mir jetzt nie für einen schönen Filmabend alleine einen Marvel-Film anmachen. Also, da Ja. gibt es dann andere Sachen, die mir irgendwie Was wichtiger wären. ja, ich habe auch was ich total viele Pausen gemacht, einfach ja. zwischendurch und war so, ich schaue es mir irgendwann. Ja, was halt noch ganz cool ist, sind halt manche von diesen Marvel-Serien. Ehrlich gesagt, die mag ich inzwischen fast lieber als die Filme. Also Agent Carter ist echt cool, das kann man echt gut anschauen. Und Daredevil auch, wenn man es blutig mag. Sonst vielleicht lieber nicht. Ja, ich habe ja mal mit Daredevil angefangen und dann gab es eine Szene, bei der jemanden mit so einer, das war zwar ganz im Schatten, man hat es nicht so richtig gesehen, aber da wurde jemandem mit einer Autotür so das Gehirn aus dem Kopf geschlagen. Und das war meine letzte Folge von Daredevil. Ich glaube, es war auch erst die dritte Folge oder so. Und da Das war es ist dann das, was ich leider. meine. Ja. Ja, genau. gut, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Tiere und ich hatte mich mit dem Fabian darüber unterhalten, dass wir es eigentlich ein bisschen suspekt finden, wenn Leute meinen, unbedingt eine Vogelspinne oder so eine Schlange als Haustier haben zu müssen, weil warum lässt man die Tiere nicht einfach im Dschungel halt, wo sie hingehören? Also allgemein bei Haustieren bin ich manchmal so, aber ich habe das Gefühl, Hunde und Katzen sind inzwischen schon fast gewöhnt daran, in menschlicher Obhut zu leben, aber sich so eine Vogelspinne ins Haus zu stellen, findet ihr das dann cool oder findet ihr es auch einfach nur super unnötig? Ich bin allgemein überhaupt kein Fan von Tieren, die im Haus wohnen. Ich hätte aber gerne einen Esel oder eine Ziege im Garten. Das fände ich cool. Ja, keine Ahnung. Also mir ist es auch ein bisschen suspekt. Also ich glaube, ich habe auch noch so ein kleines Trauma. Als ich ungefähr 6 Jahre alt war, waren wir bei einem Freund zu besuchen, der hatte so eine Schlange. Und diese Schlange hat halt Meerschweinchen gefressen. Und ich habe den Kühlschrank aufgemacht in meinen 6 Jahren und da lag so ein gefrorenes, totes Meerschweinchen drin. Oh mein Gott, welcher Psychopath war das? Ich hoffe, du hast keinen Kontakt mehr mit dem. Also, sorry, aber. Nee, das war irgendwie ein Freund von meinen Eltern und ich weiß nicht mal mehr seinen Namen, aber die Szene wird mir, glaube ich, nie aus dem Kopf gehen. Ja, oh mein Gott. Und mein Lieber braucht eine Trigger-Warning für diesen Podcast. Genau. Vorsicht, Marlene. Keine Meerschweinchen wurden verletzt bei der Aufnahme dieses Podcasts. Ja, aber das ist ja allgemein eigentlich total komisch, dass man seinen Haustieren andere Tiere verfüttern muss. Das ist eigentlich total, total absurd. Ja, Ja, also ich muss. aber warum ist das schlimmer, als wenn ich einem Hund und einer Katze halt Rind oder irgendwas aus der Dose gebe? Ist ja auch ein totes Tier. Ja, das habe ich mit einbezogen. Ich finde es allgemein jetzt mal so betrachtet, dass man halt seinem Haustier andere Tiere gibt. Das ist irgendwie komisch. Da sieht man halt direkt so, wie die Prioritäten verteilt sind bei Menschen, so welche Tiere okay sind zu töten und welche halt nicht. Ich fand es eh schon immer komisch, wenn halt Leute sagen, so, ich esse auf jeden Fall bei McDonald's, aber ich würde niemals einen Hund töten. So, ich kann es verstehen natürlich, aber finde ich, ist einfach eine bisschen komische Ja. Sichtweise, dass man so, ja, Aber ich vergleicht, meine, welches dass Tier mehr wert ist. ich muss sagen, ich bin auch immer ein bisschen, also ich finde es immer ein bisschen weird, wenn ich dann meinem Hund halt ein Schweineohr gebe, was sie liebt. Aber ich bin dann immer so, bitteschön, und weiß, dass ich es in der Hand hatte. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich es schon eklig. Aber naja. Boah, ich Ich muss muss. mir da ehrlich gesagt auch an die eigene Nase fassen. Das ist mir jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen sehr aufgefallen, so dass ich, keine Ahnung, heute waren wir im Fressnapf und haben eben Hundefutter geholt. Und ich bin am Hundefutter vorbei und da war eine Sorte Pferdkartoffel. Und da war so mein, da habe ich echt so kurz, war ich echt schockiert darüber, dass da ein Pferd drin ist. Weil ich einfach eine ganz andere Beziehung zu Pferden habe als zu einer Kuh oder so. Und das ist halt dann schon. Und dann habe ich mich gefragt, okay, bei Kuh und Schwein und so kann ich mir voll gut vorstellen, dass das irgendwelche Überreste sind von irgendwelchen Schinken oder irgendwas. Aber bei einem Pferd finde ich es irgendwie schwierig, weil ich glaube nicht, dass so viele Menschen Pferd essen, oder? Das ist jetzt nicht so gewöhnlich. Nee. Also Ja, es hier vor allen Dingen nicht. Ich habe mal in der Schweiz bei meinem Schüleraustausch habe ich mal Pferd gegessen. Aber in Deutschland sieht man es kaum noch, glaube ich. Und ich weiß nicht, also vielleicht können dann irgendwie Pferdebesitzer ihre alten verstorbenen Pferde oder so irgendwie dahin schicken an die Futterfabrik. Aber ich weiß es nicht genau. Auch Pferdekartoffeln, wie das schon klingt. Nächste Sorte im Regal ist dann vielleicht Pferdeäpfel, wer Ja, wollte gerade weiß. sagen. Nee, also ich.
ich glaube, ich könnte aber auch, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ich könnte niemals eins von meinen Hühnern essen. Also allgemein, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, aber als ich noch Fleisch gegessen habe und wir die Hühner schon hatten, da war ich so, hä, nee. Also unseren Hansi, den Gockel, den esse ich jetzt nicht, aber ja, ich weiß auch nicht. Es gab ja auch diesen komischen, riesigen Skandal von dieser Pferdelasagne, wo man sich auch denkt, dass es halt so ein Riesending gemacht wurde. Ist ja auch ein bisschen komisch. Aber naja. Ja, da geht es dann aber wahrscheinlich halt auch mehr darum, dass man einfach wissen will, was da drin ist so und halt nicht verarscht werden will. Naja, aber komm, was jetzt hat, also so viel wird, glaube ich, da verheimlicht, was da teilweise drin ist. Was ja, stimmt. So für Scheiße. Also, ich bin schon länger Vegetarierin, als ihr alle auf der Welt seid. Ja, aber als ich noch Fleisch gegessen habe, war mir das auch gar nicht so wichtig. Wir waren jedes Jahr auf dem Bauernhof im Urlaub und ich kannte die Tiere, die hatten Namen. Ja, ein Jahr, da gab es dann eine Sau, die hieß Christine. Und im nächsten Jahr, ja, und im nächsten Jahr haben wir Christine gegessen und es war okay. Ja, also da hatte ich da nicht so ein Problem damit, auch wenn ich das Tier vorher kannte. Aber ich habe durch diese Urlaube auch einfach eine andere Beziehung. Ich habe halt da auch mit den Kühen im Stall mich beschäftigt und war da immer als Kind und habe es total geliebt. Und Mu anschauen, habe ich immer gesagt, geh mal Mu anschauen. Und darum habe ich zu Kühen auch, so wie die Pauline sagt, ich habe zu denen auch so ein Verhältnis wie zu einem Pferd oder so. Ja, für mich sind das auch Tiere, die ich einfach kenne und die ich mag und die ich streicheln kann. Und deswegen habe ich bei diesen Tieren eben auch immer ein komisches Gefühl gehabt, wenn ich sie essen soll. Also das ist für mich gar kein Unterschied. Ich finde, wenn man ein Tier isst, dann kann man alle Tiere essen. Da darf man dann, finde ich, nicht so. Ja, das ist auch richtig. Aber bei mir ist es wirklich, ich habe mich auch, ich war echt ein bisschen schockiert über mich, dass ich irgendwie tatsächlich teilweise Fleisch esse. Ich esse zwar sehr, sehr wenig Fleisch, aber ab und zu dann, keine Ahnung, wenn die Oma zu Weihnachten eine Ente macht oder so, dann esse ich doch mit. Und dann zum Beispiel kommt mein Freund heute und sagt, hey, mein Opa hat die Hasen geschlachtet. Es gibt heute Hasenbraten. Willst du was essen? Und ich so, die Hasen haben wir letztens gestreichelt. Nein, kann ich nicht. Geht nicht. Das geht nicht. Bei solchen Themen weiß man oft schon, was die richtige Denkweise wäre, vielleicht, wenn man konsequent ist, aber man hat ja halt auch einfach Gefühle. Das ist halt dann doch immer noch da. Ja. Eine Sache, die ich noch auf jeden Fall nochmal hier anmerken wollte, ist, dass man auf der Turmgeflüster-Website, kleiner Werbeeinschub sozusagen, Büchertipps einreichen kann. Und da ist momentan noch ein bisschen wenig, würde ich sagen. Da kann man ein bisschen ankurbeln. Und das funktioniert folgendermaßen. Also das letzte Mal, als wir es besprochen haben, auch in der verschollenen Turmgeflüster-Folge, hatte ich noch die Greta da, um das ein bisschen besser zu erklären. Aber man muss einschicken auf jeden Fall, welches Buch man gelesen hat, das ist klar. Dann vielleicht kurz beschreiben, worum es geht und noch ein Zitat aus diesem Buch drunter setzen. Und dann wird dieser Buchtipp einfach hochgeladen auf der Website, der ist dann für alle einsehbar. Also wenn irgendwer gerade ein Buch liest, was richtig mitreißend ist oder andere positive Eigenschaften hat, gerne einfach einen kleinen Buchtipp vorbeischicken. Wenn man gern ein Buch mag, was man gerade liest, fällt es ja auch wirklich leicht, dazu ein paar Worte zu sagen. Und es wäre schön, wenn ein paar mehr Buchtipps auf der Website auftauchen. Und selbst wenn ihr das Buch nicht gerade liest, ich glaube, jeder kennt noch irgendein gutes Buch, was er mal gelesen hat, worüber er vielleicht kurz ein bisschen ein paar Worte schreiben kann. Also das wäre ganz cool, wenn da vielleicht jemand Lust hätte, mal wieder was einzureichen. Und dann habe ich noch was Kleines von mir, weil es ist ja jetzt so, der Podcast wird demnächst auf dem Turmgeflüster-YouTube-Kanal hochgeladen werden, weil das dann einfacher ist, wenn er nicht direkt mehr auf der Website ist, aufgrund von Datenmengen, die man da hochladen kann. Und wir wollten ja schon länger mal wieder einen Turmgeflüster-YouTube-Kanal ins Leben rufen und den gibt's jetzt wieder. Und da wird auch der Podcast demnächst wieder erscheinen. Das bedeutet, dass ich Dinge schreiben kann in die Infobox unter dem Video auf YouTube. Deswegen kann ich jetzt einfach kurz ein Rezept erzählen, weil ich dann einfach da verlinken kann. Das ist super praktisch. Ich habe ein mega geiles Linsengericht entdeckt. Da muss ich jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, aber es ist einfach ein mega Essen. Und dazu findet sich dann der Link in der Infospalte unter dem YouTube-Video, falls jemand mal Lust hat, das nachzukochen. Man braucht nicht viel dafür. Es ist eigentlich auch super einfach zu kochen. Und ich bin ja großer Linsenfreund. Und es ist ein neues Rezept, was ich zu meinem Repertoire dazufügen kann. Das wollte ich nur noch mal schnell berichten. Ja, also mein kleiner Linseneintopf-Fetisch dankt dir auf jeden Fall schon mal. Ich habe heute schon wieder eine Dose verschlungen und ich glaube,
Niemand sonst hat in seinem Leben so viel Linsen in einen Topf gegessen wie ich in meinen 19 Jahren auf dieser Welt. Aber abgesehen davon ist mir, muss ich sagen, auch was aufgefallen, was verschwunden ist in dem heiligen Podcast, den niemand zu hören bekommt. Und zwar ist mir einfach aufgefallen, jede Familie hat so weirde Familientraditionen. Bei mir ist es zum Beispiel, dass wir an Ostern, meine Mutter versteckt erst die Eier und dann hält sie aber die Schüssel, während wir die Eier suchen. Und dann, während wir die Eier suchen, versteckt sie immer die gefundenen Eier nochmal. So dass das halt passiert, keine Ahnung, dass man dann so Mitte August auf einmal so einen Schokoladenfleck auf der Wiese hat. Aber ja, ich wollte einfach mal fragen, ob irgendjemand von euch noch komische Familientraditionen hat, die für euch mittlerweile vollkommen normal sind. Ich glaube, da kann ich nicht mithalten. Oh no. Ich dachte gerade, du das hab ich mit der Christine. Wahrscheinlich fällt mir jetzt irgendwas total Bescheuertes nicht ein, weil es für mich total normal ist. Aber ich meine, zählt Turmgeflüster als komische Familientradition? Kann man ja, das eigentlich schon. Das? Habe ich es auch nicht betrachtet, vielleicht. Aber eigentlich ist es ja eine echte Dietzinger Familientradition. Das ist eigentlich auch komisch genug, oder? Also da braucht man nichts mehr dann an Weird. Das, ja, stimmt schon. Ich bin also total überrascht. Ich hätte bei dir gewettet, kommt irgendwie sowas, ich weiß nicht, ihr zieht euch eine Socke über den Kopf immer, wenn der Neumond auf einen Samstag fällt. Okay. Ich weiß nicht. Nee, sorry. Also. Okay. Also, ich weiß nicht, wie normal ist. Aber bei uns gibt es immer die Tradition, dass immer so viele wie möglich von der Familie am Geburtstag kommen und man wird geweckt durch ein Geburtstagslied und die meisten haben entweder eine Wunderkerze oder Blumen in der Hand. Das Schlimme danach ist dann, es wird immer ein Foto gemacht. Und zwar ganz direkt, nachdem du aufgestanden bist. Und du siehst immer schrecklich aus. Immer. Geil. Okay, wenn du Geburtstag erwähnst, fällt mir doch was ein. Die Christine hat sich's noch nicht abgewöhnt, für meine Schwester und mich an unseren Geburtstagen Geburtstagstische zu decken. So mit Geschenken und Taufkerze und Kuchen, so wie das halt früher auch war. Ja gut, Kuchen jetzt nicht mehr. Aber sie zündet halt immer unsere Taufkerzen an. Das hat sie schon gemacht, wo wir noch klein waren. Und sie deckt den Tisch und sie macht eine hübsche Tischdecke drauf und sie dekoriert alles. Und die Geschenke liegen dann da. Und es ist halt aber einfach so, dass wir ja beide schon seit fast 10 Jahren nicht mehr zu Hause wohnen, ja, aber sie macht es trotzdem noch. Und man muss dann, ja, das ist das Einzige, was mir einfällt, man muss dann halt irgendwann hin, vielleicht macht sie es auch dafür, dass man dann hinfährt und sich das sozusagen abholt, also. Aber das ist ja eher, das ist eher schön als merkwürdig, würde ich sagen, das ist eine nette Tradition. Ja. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Wir haben sie auch lange nicht abgewöhnen können, uns einen Adventskalender zu basteln, das haben wir auch jetzt die letzten Jahre immer abtrainiert. Weil das ja eigentlich auch nicht mehr notwendig war jetzt so die letzten Jahre. Wobei ihr doch dann dafür für die Christine jetzt verrückte Adventskalender abgegeben habt. Die eine war ja von der Linda so eine Art Dungeons and Dragons, so lies weiter so das Buch der 1000 gefahrenmäßige Adventskalender. Und dann deiner war ein Socken-Adventskalender. Ja, ja, 24 Paar Socken, genau. Ja, wir rechnen uns halt jetzt, weil nachdem wir ihr das jahrelang versucht haben auszureden, haben wir gedacht, gut, dann schlagen wir jetzt mit gleichen Waffen zurück. Und ich glaube, das hat auch funktioniert, weil sie es jetzt tatsächlich nicht mehr macht. Aber ich einfach bei euch einen süßen, schönen Adventskalender basteln, wir schlagen mit den gleichen Waffen zurück. Was hat sie davon? Jetzt kriegt sie was Tolles geschenkt. Kommt jetzt Socken. Hey, die Socken waren cool, ja, das war eine coole Aktion. Das war total, ich war auch total neidisch. Und dann hast du immer so Bilder geschickt von so fancy neuen Socken, die du irgendwo aus London dann hergeschippt hast. Also sehr, sehr cool. Also ich habe halt 2 Jahre lang nur Socken gekauft. Das Problem ist, ich bin jetzt immer noch so, wenn ich durch Läden gehe und coole Socken finde, dann denke ich mir, Mensch, das wäre wieder ein paar Socken für diesen Adventskalender. Das muss ich mir jetzt wieder abgewöhnen, weil ich habe eigentlich eh schon viel zu viele Socken. Oder ich schicke sie dann einfach wieder mal alle der Christine. Also den Sockenfetisch, ja, da kann ich nur da zum Club dazukommen. Ich fand es eine Zeit lang so geil, Socken zu kaufen halt. Ich mag es immer noch, ehrlich gesagt. Aber letztens habe ich mir echt gute gekauft und ich habe überhaupt nicht auf die Größe geachtet. Und dann musste ich sie dem Fabienne abgeben, weil es einfach Größe 45 war. Naja. Well.
So, Anita, bist du dann eigentlich so ein Schisser und bekommst schnell kalte Füße und magst deswegen so gern Socken? Oder? Ja, ich habe total, meine Füße sind Eiszapfen. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm bei mir. Geht gar nicht. Also ich kann wirklich nur im Sommer barfuß gehen, was ich voll schade finde, weil ich total gern barfuß gehe. Aber meine Füße sind sofort eisig. Es ist wirklich scheußlich. Ja, also unsere Familie hat es so mit den Händen, ne? Und wenn ich mir dann vorstelle, meine Mutter ist Ärztin und dann, wenn ich von einer Ärztin mit kalten Händen oder so, naja, aber nein. Ja, mir wurde mal gesagt, es liegt daran, dass man niedrigen Blutdruck hat. Aber ich habe einen guten Blutdruck, weil ich war die letzten Wochen zweimal beim Blutplasma spenden und es ging super schnell. Ja. Ich bin Wie spendet man Blutplasma? Ist es auch so mit der Fusion? Ist einfach nur so eine Spritze, die entnommen wird? Oder? Nee, das dauert eigentlich tendenziell, glaube ich, sogar länger, weil bei Blutplasma wird das Blut rausgezogen, dann wird es zentrifugiert, schweres Wort, und dann kriegst du dein Blut wieder, weil die nur das Plasma rausfiltern, und das heißt, dieser Rücklauf, der dauert auch nochmal ein bisschen. Und das passiert halt so 3-4 Mal. Also bei normalen Menschen dauert es wohl eine Dreiviertel bis eine ganze Stunde. Bei mir, weil ich super bin, hat es eine halbe Stunde gedauert gestern. Mega. Und es war fast, es waren über 800 Milliliter. Es war richtig viel. Richtiges Erfolgserlebnis. Ja, voll gut. Ich bin eh ganz stolz auf mich, weil ich habe auch noch Blutgruppe 0 negativ. Und das ist der Universalspender. Und der ist voll selten. Das heißt, das ist total awesome. Das ist total awesome. Also ich muss sagen, ich habe öfters drüber nachgedacht, wie kann es noch 0 negativ geben? Weil das geht ja nur, wenn beide Eltern das haben, oder? Nur dann wird es auf das Kind übertragen. Das wusste ich mal, wo ich noch in der Schule war. Gute Frage. Ja, sowas hält mich in der Nacht wach dann auch. Aber ja. Du kannst deine Mutter die Ärztin ja mal fragen, die müsste das eigentlich wissen. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Aufklärung bitte in der nächsten Folge, Lea. Ja, stimmt. Aber ich muss es mir aufschreiben. Liffhanger. Weil das ja auch niemand einfach schnell googeln könnte. Man erfährt es nur hier im Podcast eures Vertrauens. Ja. And peace out. Sehr gut. Und das war's dann auch mit der 5. Folge des Turmgeflüster-Podcasts. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.